Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einem neuen Dreieckstuch-Video. Ich zeige euch heute ein mega schönes Dreieckstuch im Lochmuster. Seht ihr hier, aus Stäbchen gehäkelt mit großen Löchern dazwischen, ganz, ganz luftig und locker. Ganz schnell und einfach gemacht, ganz einfache Technik. Das Ganze ein bisschen asymmetrisch gehäkelt, beziehungsweise eigentlich nicht asymmetrisch, sondern der Twist dabei ist, dass es einfach hier von einer Spitze aus gehäkelt wird, die tatsächlich relativ spitz ist. Ist ein bisschen anders zu tragen als andere Dreieckstücher, aber es macht das Ganze wirklich super, super niedlich. Die Wolle zeige ich euch natürlich gleich auch noch und natürlich auch, welche Nadel ich verwendet habe. So ihr Lieben, los geht's mal wieder mit der Creative Chic Unique von Rico Design. 200 Gramm, 310 Meter Lauflänge, 75% Polyacryl, 15% Wolle und 10% Polyamid für 6er Nadeln. Die 6er habe ich hier auch, die schöne grüne. Und ja, das ist es grundsätzlich. Farbe ist tatsächlich dieses Mal die Nummer 9 und es ist ein sehr cooler Verlauf, finde ich. Pink drin, so ein bisschen hier so eine Ockerfarbe, Violett drin, dann hier ein bisschen Braun noch, Orange, Weiß und dann gehen wir hier wieder so in die Pinktöne. Sehr, sehr cool. Ich werde das Ganze von innen häkeln. Und hole mir dafür einmal hier den Faden aus der Mitte raus. Hat sehr gut geklappt. Und ihr seht auch schon, es ist so ein Mix drin. Also das ist immer so umeinander drum gewickelt. Ich habe schon öfter mit der Wolle gehäkelt. Ich mag das sehr gerne. Also man hat immer zwei Fäden aus denen das Ganze besteht. Die so umeinander getwistet. Und die werden dann so einzeln nacheinander gewechselt. Also hier geht zum Beispiel gleich als erstes der der Pinkton raus. Und ich starte mit dem magischen Ring. Ich lege mir dafür den Faden einmal in die flache Hand. Hier einmal kreuzen, den Faden hervorholen und Finger rausnehmen, Faden auf die Hand. Und los geht's mit 4 Luftmaschen. So, 4 Luftmaschen habe ich. Dann einen Umschlag nehmen, wieder einstechen. Und ein erstes Stäbchen häkeln, dann eine Luftmasche und direkt daneben ein zweites Stäbchen, auch in den magischen Ring. Und damit bin ich dann schon fertig mit meiner ersten Reihe. Also 4 Luftmaschen, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen und einmal zuziehen. Dann nehme ich wieder 4 Stäbchen, damit fängt jede Reihe an, das ist super easy. Dann einmal drehen. Und ich steche jetzt hier um die Luftmaschen herum, also um diese, die zwischen den beiden Stäbchen liegt, und häkle ein weiteres Stäbchen. Auch einfach. Dann nach dem Stäbchen wieder eine Luftmasche. Und dann komme ich hier in den Luftmaschenkettenbereich. Da habe ich ja die 4er Luftmaschenkette gehäkelt. Dort häkle ich direkt 2 Stäbchen drumherum mit einer Luftmasche dazwischen. Und dann sind aus den 2 Stäbchen, die ich in der ersten Reihe gehäkelt habe, 3 geworden. Zusätzlich dazu die Luftmaschenkette, also hier 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So sieht es inzwischen aus. Und das häkle ich jetzt weiter. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen anschlagen, drehen, einstechen und um die Luftmaschen der Vorreihe herum Stäbchen häkeln. Nach jedem Stäbchen wieder eine Luftmasche. Die Luftmaschen sind dann natürlich schon die Einstichstellen für die nächste Reihe. So, hier komme ich in den hinteren Bereich. Und als letztes um die Luftmaschenkette der Vorreihe herum 2 Stäbchen häkeln. Natürlich auch hier mit einer Luftmasche dazwischen. Ihr seht, es entwickelt sich so langsam so ein Dreieck. Und wieder 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Wieder drehen und wieder Stäbchen häkeln. Erstes Stäbchen, Luftmasche direkt dahinter. Dann hier herumstechen, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Nach dem Stäbchen direkt wieder die Luftmasche und dann komme ich hier schon wieder in den Bereich der Luftmaschenkette. Und dort ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen häkeln. So. Und wir haben dann hier 3, 4, 5, 6. So im Verlauf. So sieht es momentan aus. Und in dem Muster häkle ich jetzt immer weiter. Ich zeige es euch nochmal. 4 häkeln, umdrehen, Stäbchen,
Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Ups, da bin ich einmal abgerutscht. So, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche und natürlich immer dran denken, hinten die Zunahme nicht vergessen. Dort kommen immer zwei Stäbchen um die Luftmaschenkette herum. So, und dann bin ich mit dieser Reihe auch fertig und habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gehäkelt. Ich zähle hier vorne die Luftmaschenkette auch immer mit und das Ganze wird immer schön größer und ich habe wirklich ganz, ganz tolle große Löcher dabei. Das macht das Ganze super luftig und flauschig und es hat natürlich auch den Vorteil, dass ich um die Luftmaschenketten herum oder um die Luftmaschenkette hier hinten und um die Luftmaschen sonst im Muster herumsteche, dass das Ganze super einfach und ganz, ganz intuitiv zu häkeln ist. Und ja, ich habe jetzt noch einiges vor mir und ich zeige euch natürlich nochmal, wie sich die Farben so durchwechseln. Also es gibt auf jeden Fall noch ein kleines Update. Ich bin hier jetzt am ersten Farbwechsel angekommen und ihr seht hier, habe ich gleich zwei ganz leicht unterschiedliche Brauntöne zusammen. Das geht dann hier weiter, bis sich dann das hellere Braun durch das Violett hier abwechselt. Und ich häkel hier jetzt nochmal weiter, damit ihr das Ganze auch schön im Verlauf wirklich seht. Und zwar ist es wirklich gefärbt. Also man sieht hier so den Unterschied, wie es von dem Pink dann tatsächlich zu dem Braun rüber wechselt. Also keine Knoten oder so drin. Und inzwischen ist das Tuch auch richtig schön groß geworden schon. So. Also hier sieht man jetzt tatsächlich den Wechsel, den habe ich jetzt hier in diesem Stäbchen mit drin. Und hier nochmal eine Übersicht, wie das Tuch allgemein momentan aussieht. So, ihr Lieben, inzwischen habe ich hier ein Update für euch. Ich bin nämlich fast fertig mit dem Tuch und ihr seht hier nochmal wirklich diese zauberhaften Farben, diese Rosatöne, diese Violetttöne, das bisschen Orange, was hier halt so mit drin ist. Sehr, sehr schön. Und es ließ sich auch wirklich sehr, sehr schön und schnell häkeln. Und ihr seht hier die restliche Wolle. Ist noch ein kleiner Rest übrig, aber der reicht nicht mehr für eine weitere Reihe. Deswegen wird es jetzt gleich gekürzt und einmal rausgezogen. Das Tuch hat, wie ihr ja auch schon gesehen habt, eine Dreiecksform. Aber da allerdings so, dass die Seite, die ich jetzt gehäkelt habe, nicht die längste Seite ist. Also es wird so ein bisschen asymmetrisch getragen. Ist mal so ein bisschen was anderes, aber eben sehr, sehr hübsch. Und ja, ich werde euch jetzt zeigen, wie ich hier den Abschluss mache tatsächlich. So, ich kürze den Faden hier jetzt einmal. Ich habe ungefähr noch so 50 cm übrig, die kommen zur Seite. Dann ziehe ich hier den Faden einmal groß raus. Kann das hier anziehen, habe dann diesen Faden hier noch zu vernähen und an der Spitze, einmal schauen, wo habe ich sie? Hier, genau. Hier ging es los und da seht ihr auch schon, welche Form eben diese Spitze hat, wo ich gestartet habe. Das Ganze ist hier viel, viel spitzer als bei anderen Dreieckstüchern und macht das Ganze wirklich sehr interessant. Hier eben auch noch zum Vernähen und dann bin ich tatsächlich auch schon fertig mit diesem Tuch. Also wenn der Vernähanteil geregelt ist, dann alles fertig. Und ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!